Hola, ¿cómo estás? Hello, Piquet, estoy. ¿En qué estás pensando? ¿Über was denkst du nach? Me voy a comprar un auto. Y verde ein auto kaufen. Ayer estuve en el cine. Gestern war ich im Kino. El fin de semana voy a ir a pasear por la montaña. Am Wochenende gehe ich in de Bergen spazieren. Ella me dijo que vendría, pero no está aquí. Sie sagte mir, sie würde kommen, aber sie ist nicht hier. No entiendo. Ich verstehe nicht. Date prisa. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. La semana que viene voy a ir de visita turística a Berlín. En este bosque, mache ich eine Sightseeing Tour in Berlín. Nächste Woche mache ich eine Sightseeing-Tour in Berlin. En este bosque, mache ich eine Sightseeing Tour in Berlín. Estuve cantando todo el día, pero al final no he conseguido hacerlo bien. Ich habe den ganzen Tag gesungen, aber am Ende ist es mir nicht gelungen. ¿Dónde trabajas? ¿Wo arbeitest du? Yo trabajo repartiendo cartas. Ich arbeite. Yo trabajo repartiendo cartas. Ich arbeite in un gang mit Briefen. Ich arbeite im Umgang mit Briefen. Ich arbeite in Umgang mit Briefen. Yo soy ingeniero. Ich bin Ingenieur. Ich bin Ingenieur. ¿Cuál es tu profesión? Was ist dein Beruf? ¿Estudias o trabajas? ¿Lernst du oder arbeitest du? Lernst oder arbeitest du? ¿Lernst oder arbeitest du? Yo estoy estudiando para enfermera. Ich studiere, um eine Krankenschwester zu sein. Yo trabajo de médico. Ich arbeite als Arzt. Ich arbeite als Arzt.
Por mucho que quieras, no podrás conseguirlo. So viel du willst es nicht bekommen können. So viel du willst, du wirst es nicht bekommen können. So viel du willst es nicht bekommen können. Yo estaba pensando que debo hacer reparación a mi auto. Ich sollte mein Auto reparieren. Voy a limpiar la casa. Ich werde das Haus putzen. ¿Puedes prepararme el desayuno? ¿Kannst du mir Frühstück machen? ¿Qué deseas para cenar? ¿Welche Wünsche zum Abendessen? He guardado el jersey en el armario. Den Pullover in den Schrank stellen. Mi ordenador hace tiempo que no funciona. Mein Computer funktioniert schon lange nicht mehr. Tienes un móvil bastante lindo. Du hast ein Ziemlich schönes Telefon. Du hast ein ziemlich schönes Telefon. Du hast ein ziemlich schönes Telefon. Eres preciosa. Du bist wunderschön. Gracias, es usted muy amable. Vielen Dank, Sie sind sehr freundlich. Buenos días, ¿podría ayudarme? Guten Morgen, ¿können Sie mir helfen? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué deseas? Ja, natürlich. Natürlich willst du. Deseo que me informe sobre la declaración de la renta. Ich möchte, dass Sie mich über die Gewinn- und Verlustrechnung informieren. Ich möchte, dass Sie mich über die Gewinn- und Verlustrechnung informieren. Ich möchte, dass Sie mich über die Gewinn- und Verlustrechnung informieren. Mi mesa está limpia. Mi mesa está limpia. Mein Tisch ist sauber. Hay mucho polvo encima de la nevera. Auf dem Kühlschrank liegt viel Staub. Por favor, coge la escoba y limpia la casa. Bitte nimm den Besen und die Kiste in Haus. Por favor, coge la escoba y limpia la casa. Bitte nimm den Besen und puste das Haus. La fregona está en la esquina del cuarto de baño.
De Amop is in the Ecke des Badezimmers. Coge un trapo y limpia el pollo. Nimm eine Lappe und reinige das Huhn. Nimm einen Lappen und reinige das Huhn. Hace tiempo que dejé de fumar. Ich habe schon lange mit dem Rauchen aufgehört. Vaya todo recto y gira a la derecha. Gehen Sie geradeaus und biegen Sie rechts ab. Gehen Sie geradeaus und biegen Sie rechts ab. Vaya recto y gira a la izquierda. Geh geradeaus und biege links ab. Está claro que el volante de tu auto no funciona. Es ist klar, dass Lenkrad ihres Auto nix funcionar. Y dime, tú que estabas conmigo. Und sag mir, dass du bei mir warst. ¿A qué hora fuimos ayer al cine? ¿Wann waren wir gestern im Kino? A las 4 menos cuarto. Um 3:45 Uhr. Um 3:45 Uhr. A las 5:30. Um 5:30 Uhr. A las 2:15. Um 2:15 Uhr. Um 2:15 Uhr. ¿Qué estás pensando cuando estás a solas? ¿Was denkst du, wenn du allein bist? Dos calles más arriba está el teatro. Zwei Straßen weiter ist das Theater. Zwei Straßen weiter ist das Theater. Por favor, ¿me podría decir dónde está la farmacia? Können Sie mir bitte sagen, wo die Apotheke ist? Claro, está en la calle Tocino Verde. Sicher, es ist auf der Straße Grüne Speck. Mi reloj no funciona. Meine Uhr geht nicht. Esta mañana me he quedado dormido porque ayer estuve toda la noche trabajando. Heute Morgen bin ich eingeschlafen, weil ich gestern die ganze Nacht gearbeitet habe. Yo habría estado allí si hubiera tenido tiempo. Ich wäre dabei gewesen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Ich wäre dabei gewesen, wenn ich Zeit gehabt hätte.
Ich wäre dabei gewesen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Ich wäre dabei gewesen, wenn ich Zeit gehabt hätte. ¿Qué pasa si no vienes? Was passiert, wenn Sie nicht kommen? Voy a ducharme. Ich werde duschen. No queda jabón. Keine Seife mehr. Si yo fuera tú, estudiaría una profesión. Wenn sie wäre, würde dies einen Beruf bedeuten. Si yo fuera tú, estudiaría una carrera. An deiner Stelle würde ich berufsbegleitend studieren. An deiner Stelle würde ich berufsbegleitend studieren. Yo hablo bien alemán porque practico cada día una hora. Und ich spreche gut Deutsch, weil ich jeden Tag eine Stunde übe. Debes practicar tu alemán. Sie müssen ihr Deutsch üben. ¿Por qué no hablas nada de alemán? Warum sprichst du kein Deutsch? ¿Has hecho un curso o simplemente has aprendido el idioma en la calle? ¿Haben Sie einen Kurs besucht oder die Sprache auf der Straße gelernt? No quiero que te comportes mal conmigo. Ich will nicht, dass du dich mir gegenüber schlecht benimmst. Ich will nicht, dass du dich mir gegenüber schlecht benimmst. Ich will nicht, dass du dich mir gegenüber schlecht benimmst. Por cierto, ¿cómo te llamas? A propósito, ¿wie ist dein Name? ¿Dónde vives? Wo wohnen Sie? ¿Tienes pareja? ¿Haben Sie ein Paar? Tu mujer seguro que estudia más que tú. Deine Frau studiert sicher mehr als du. Tu marido seguro que está trabajando. Ihr Mann arbeitet sicher. Vino de África y ahora trabaja de policía. Er kam aus Afrika und arbeitet jetzt als Polizei, als Polizist. Er kam aus Afrika und arbeitet jetzt als Polizist. Er kam aus Afrika und arbeitet jetzt als Polizist. Y cómo estás? Wie geht es dir? Muy bien, gracias. Me encuentro perfectamente. Sehr gut, danke. Ich fühle mich perfekt. Mis gastos han incrementado este mes bastante.
Meine Ausgabe sind diesen Monat ziemlich gestiegen. Meine Ausgaben sind diesen Monat ziemlich gestiegen. Meine Ausgaben sind diesen Monat ziemlich gestiegen. Son las 23:59. Es ist 23:59. Es ist 23:59 Uhr. Cuando no lleva punto es que lleva coma, y si no lleva punto ni coma, pues quizás es que no te lleva nada. Bueno, es keine Punkt hat bedeutet es, dass es ein Komma hat. Und wenn es keine Punkt oder kein Komma hat, dann hat es vielleicht nichts. Wenn es keinen Punkt hat, bedeutet es, dass es ein Komma hat. Und wenn es keinen Punkt oder kein Komma hat, dann hat es vielleicht nichts. El avión sobrevoló la ciudad por 1 hora y luego aterrizó sin problemas. Das Flugzeug flog eine Stunde lang über der Stadt und landete dann sicher. Das Flugzeug flog eine Stunde lang über der Stadt und landete dann sicher. Voy a coger un tren porque tengo que ir a Colonia. Ich nehme den Zug, weil ich nach Köln muss. Los números del alemán del 1 al 10 son 1, die, Deutschzahlen. Los números en alemán. Die Deutschen zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Me he comprado una luz para hacer mis shorts videos. Ich habe eine Licht gekauft, um meine Videokursfilme zu machen. Los altavoces de mi auto funcionan perfectamente. Die Lautsprecher in meinem Auto funktionieren einwandfrei. Die Lautsprecher in meinem Auto funktionieren einwandfrei. Hay diferentes lugares donde comprar, pero yo prefiero ir al Kaufland. Es gibt verschiedene Orte zu kaufen, aber ich gehe lieber zu Kaufland. Este verano seguro que voy a nadar, porque me encanta. Diesen Sommer werde ich sicher swimmen gehen, weil ich es liebe. Ten cuidado. Vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Vorsichtig sein.
¿Y qué has hecho esta mañana? ¿Was hast du heute Morgen gemacht? A pesar de que estuve durmiendo todo el día, he limpiado la casa, he ido de compras, he lavado el auto, he ordenado la casa y me he duchado. Obwohl ich den ganzen Tag geschlafen habe, habe ich das Haus geputzt, eingekauft, den Computer, das Auto, das Haus gewaschen und geduscht. Creo que la traducción no ha sido correcta. Ich glaube, die Übersetzung war nicht korrekt. Ich glaube, die Übersetzung war nicht korrekt. Por favor, ¿me lo podría traducir al inglés? ¿Könntest du es mir bitte in Englisch übersetzen? Por favor, ¿me lo podría traducir al español? ¿Cuánto tú es, viste, en Spanish Übersetzer? Estuve en un bar tomando una cerveza y luego, pues, me fui para mi casa. Ich war in eine Bar, trank ein Bier und ging dann nach Hause. Me voy a mi casa. Ich gehe zu meinem Zuhause. Me voy a tu casa. Ich gehe zu dir nach Hause. ¿Podrías venirte el fin de semana conmigo? ¿Contest tú? ¿Wochenende? Sí, claro, por supuesto, no tengo nada mejor que hacer. Ya, yeah, natürlich, habe ich nicht besseres zu tun. Coge el mando de la televisión y pon la segunda cadena. Snappen Sie sich die TV Fernbedienung und legen Sie die zweite Kette an. Schnappen Sie sich die TV-Fernbedienung und legen Sie die zweite Kette an. Por favor, ¿me podría prestar el encendedor? Können Sie mir bitte das Feuerzeug leihen? Könnten Sie mir bitte das Feuerzeug leihen? Por supuesto, pero no tiene gas. Natürlich, aber es hat kein Benzin. El gas, la electricidad y todo se ha puesto más caro. El gas, la electricidad y todo se ha puesto más caro. Das Gas, la electricidad, electricidad. Y todo se ha puesto más caro. Und alles ist teuer geworden. Bueno, ya tenemos los 30 minutos de práctica y va y pasamos al final del vídeo.
Nun, wir haben bereits 30 Minuten Übung und gehen zu Ende das Video über. Nun, wir haben bereits 30 Minuten Übung und gehen zum Ende des Videos über. Como habéis visto, hemos practicado 30 minutos. Si practicamos por la mañana, por la tarde, todos los días 30 minutos, al final de semana pues serán 7 horas y 7 horas multiplicadas por todo un año pues son suficientes como para tener un nivel aceptable de alemán. Muchas gracias por seguirme y estamos en contacto. Yo he utilizado la traducción español-alemán, pero se pueden utilizar otras traducciones.